Das ist Frau Fröhlich. Frau Fröhlich ist Geschäftsführerin einer jungen Wassersportschule in Schleswig-Holstein. Um potenzielle Kunden über ihre tollen Angebote zu informieren, möchte Frau Fröhlich nun eine ansprechende Website für ihr Unternehmen entwickeln. Aber Frau Fröhlich ist sich unsicher, welche Inhalte sie wie darstellen soll, damit sie am Ende eine originelle und moderne Website erhält und ihre Zielgruppen dadurch effizient erreichen kann. Die Antworten auf genau diese Fragen und weiteres Wissen zu geeignetem Handwerkszeug, zur konzeptionellen und inhaltlichen Entwicklung einer Website in der Tourismusbranche erhält Frau Fröhlich in dem Modul Website-Entwicklung, der erste Eindruck zählt, der zweite bleibt, des Projektes Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein. Dabei führen die Schwestern Inga und Kea Tongas, Expertinnen für Website-Gestaltung und Content-Management-Systeme, durch den vierstündigen Kurs. Auch Frau Fröhlich ist voller Vorfreude auf den Kurs. Mit ihrem Basiswissen im Bereich Websites und Online-Marketing bringt sie zudem das nötige Vorwissen mit. Unabhängig von fixen Kursstarts kann Frau Fröhlich sich die Teilnahme am Kurs individuell einteilen und dadurch selbst entscheiden, wann sie sich die entsprechenden Lerneinheiten anschauen möchte. Durch interaktive Aufgaben und Übungen lernt Frau Fröhlich, was ein Content-Management-System ist, es zu beurteilen und inwiefern es für bestimmte touristische Unternehmen geeignet ist. Nach der zweiten Lerneinheit kennt Frau Fröhlich zudem die Anforderungsprofile für die Auswahl einer Werbeagentur zur Website-Erstellung im Tourismus. Weiter kann sie die erforderlichen Daten zur Erstellung einer Website definieren sowie in geeigneter Weise für Agenturen zugänglich machen. Nachdem Frau Fröhlich nun auch noch die wichtigsten Grundlagen der Datenschutzgrundverordnung kennt, die im Zusammenhang mit einer eigenen Website relevant sein können, ist sie bestens vorbereitet, ihre eigene Website-Entwicklung in Angriff zu nehmen. Beachten Sie bei näherem Interesse zum Thema Datenschutzgrundverordnung bitte auch unseren gleichnamigen separaten Kurs, der weiterführende Aspekte behandelt. Nach erfolgreicher Teilnahme erhält Frau Fröhlich ihr Zertifikat und kann geeignete Content-Management-Systeme gegenüberstellen, die relevanten Inhalte für die Website identifizieren und diese für eine zu ihren Anforderungen passenden Werbeagentur aufbereiten. Nebenbei konnte Frau Fröhlich im Kurs auch noch Muster für Checklisten und Briefing-Methoden erstellen, die ihr in der Zukunft noch nützlich sein werden. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann melden Sie sich jetzt für die kostenfreie Probephase im Jahr 2019 an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oncampus.de/t40.